Die Deutsche Erdöl AG vermutet im Wattenmeer vor der schleswig-holsteinischen Küste Ölvorkommen und wollte dort Explorationsbohrungen vornehmen. Eine Zulassung für eine Ausnahme oder Befreiung nach dem Nationalparkrecht wurde von der DEA bei den zuständigen Behörden beantragt. Die Genehmigung zu den Erkundungsbohrungen wird nicht erteilt. Das teilte das Ministerium für Energiewende mit. Grundsätzlich sind nach dem Nationalparkrecht im Wattenmeer Eingriffe von außen verboten. Dass die Erdölerkundungsbohrungen durch die DEA im Nationalpark Wattenmeer nicht durchgeführt werden dürfen, ist eine wirklich gute Nachricht. Das weltweit einzigartige Ökosystem Wattenmeer bleibt unangetastet.